sind neue Gegner. Die kennen wir ja schon. Das sind Vögel, Himmelskleider. Das ist kein Schnappmaul. Feuer ist bei dieser Maschine verschwendet. Alter, okay. Was ist das? Es gibt auch sehr viel, viel mehr Elemente. Kann das sein? Was ist das andere? Ist das Wasser? Gibt es ein Wasser? Das Ding schwimmt. Warum ist Wasser hier? Ich habe aber so ein Element noch nicht. So viele Füchse schon erlegt. Das verstaue ich für später. Fuchsknochen, Nummer 3. Offenbar hat jemand in den Ruinen dieser Gegend gegraben. Oh, das ist ein Breitschlund. Ausgrabestätten, Zackentiefe. Und was ist das? Also diese Fragezeichen sind ja eigentlich auch so mehr so Sammelsachen meist teilweise. Wir sollten uns wirklich auf die Fragezeichen noch nicht konzentrieren. Also die mache ich, wenn ich das passende Element habe. Aber irgendwie sind die Granaten und so nicht mehr das, was... Waren die nicht mal äußerst talentiert? Hat der gerade genießbar? Widerlich. Handwerker und lebten in einem Paradies, das sie mit allem versorgen. Kalscherlager. Gibt's hier noch mehr? Ja, hier gibt's Waffen. Jagdbedarf. Hast du was Geiles für mich? Oh, die sind ja blau. Ein Säurekriegerbogen mit Blitz. Oh, neuer. Ich brauche einen Graser-Zirkulator. Den können wir kaufen, ne? Was ist denn ein Schurkriegerbogen? Ein Säurekriegerbogen. Ach, das muss ich gegen den Blitz am besten austauschen. Der Schurkriegerbogen. Das ist halt so ein Kriegerbogen. Was soll ich damit?
Nee, brauchen wir nicht. Wir müssen ja nicht alles immer mitnehmen, ne? Weil das ist ja so ein Schnellschussding. Das ist ein Scharfschutz, da brauchen wir Graser-Zirkulator. Das ist Löschwasser. Der Säure ist besser als dieser Schock. Den Schock verkaufen wir mal. Weil er hat ja beides, ne? Ja, und die brauche ich beide. Und ganz ehrlich, diesen Kriegerbogen, ne? Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen halt auch darauf achten, was wir brauchen. Also es ist ja nicht wie im ersten Teil. Im ersten Teil gab es nur bestimmte Waffentypen und die konnte man und da konnte man halt die beste Variante haben. Die hat dann drei Waffentypen gehabt, also drei Elemente zum Beispiel. Und es gab halt nur diesen einen, der immer verbesserter war. Aber hier haben wir einen Feuerjägerbogen. Wenn der normale Pfeile abschießen könnte, würde ich den nicht mehr brauchen, ne? Also solange wir Feuerpfeile haben, ne? Stolperfalle gibt es auch beides, aber Blitz, naja. Stachelwerfer. Das könnten wir auch mal ausprobieren, aber nee, bearbeiteter Metallblock brauchen wir. Eine Maschine wird dich jetzt noch aufhalten. Geil, gibt's ja auch eine Werkbank? Nee. Gibt's hier ein Lagerfeuer? Ja, gibt es. Dann gehe ich mal woanders hin. Ah, der Typ ist auch so weit weg vom Lagerfeuer. Leicht. Ah, da brauchen wir Zirkulator. Hat der viel, viel mehr im Angebot? Das kostet auch nur Scherben, ne?
Sehr schön. Aloy, suchst du nach ein paar Beute? Dann holen wir uns noch den neuen Scharfschutzbogen, ne? Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich die upgraden soll, ne? Weil, es gibt ja noch bessere Bogen, erst wenn die lila Bogen da sind. So, Hartgewebe Scharfschutz. Deine Gegner werden bei deinem Anblick. Ich habe den Geburtstag meiner Tochter verpasst. Das zweite Jahr in Folge. Du sagtest, das sind die besten Gräber im Anrecht. Und du sagtest, hier wimmelt es vor Artefakten. Und das hier, ist das nichts? Es ist ein Tablett. Bei der Sonne. Nicht einmal die besten Handwerker Meridians beherrschen solche Symmetrie. Was die Alten wohl darauf servierten? Vorspeisen oder Fisch? Es ist ein Tablett. Wer bist du? Roshavid. Du würdest die Sonne nicht erkennen, wenn sie vor dir scheint. Das ist alles nur kein Tablett. Die Seherin des Verborgenen. Du bist wegen ihnen da, oder? Ist das eine Festplatte? Relikten. Der See ist voll mit ihnen. Hier ist einst etwas Großes passiert. Dürfte ich mal sehen? Oder? Das sind viele Daten. Brauchen wir vielleicht einen Heiler? Was auch immer das ist, es weist hin auf etwas namens mobiles Deckungssystem. Oh, du meinst eine Abdeckung für das Tablett? Nein, eher etwas, was in einem Kampf praktisch wäre. Woher hast du das? Die Ausgrabung. Da, wo es jetzt vor Maschinen wimmelt. Und falls die nicht einfach so verschwinden, werden wir gehen. Willst du denn nicht herausfinden, was hier passiert ist? Vielleicht geht das noch. Sag ich doch, Festplatte. Was hat euch ausgerechnet hierher geführt? Gute Expeditionen beginnen mit Gerüchten. Meine Cola ist schon leer, ne? Als die Tenakt unsere Truppen aus dem Westen vertrieben, beschrieben die zurückkehrenden Soldaten den See voller Zeichen der Alten. Ich hörte diese Geschichten und wusste sofort, dass hier unzählige Artefakte warten. Nur leider haben wir noch nichts gefunden. Zumindest bisher. Diejenigen, die geduldig sind, erwartet Sonnenschein, wenn die Wolken sich verziehen. Im Osten gibt es auch Ruinen. Warum so weit draußen nach Artefakten suchen? Ah, nun, während meine Kollegen in den alten Ruinen wühlen, breche ich zu Neuem auf. Der sprächige Gendas wird als erster die Geheimnisse des Westens entdecken. Dann werde ich so berühmt wie der große Ara. Du teilst deinen Optimismus wohl nicht. Ich handle mit Artefakten. Vorzugsweise mit solchen, die peppiger sind als Fischtabletts. Du bist so ungehobelt. Irgendjemand muss solche Expeditionen bezahlen. Und bisher haben wir nichts, was meine Kosten decken würde. Bei der Ausgrabung griffen euch Maschinen an? Das war furchterregend. Bei unserer Ankunft sah hier alles so friedlich aus.
Im Wasser funkelte etwas und ich ging hinein. Es war das Tablett. Ich war so entzückt, dass ich die Maschinen nicht kommen hörte. Um ein Haar wäre ich gestorben. Ich war dabei. Du hattest eigentlich einen recht guten Vorsprung. Aus sicherer Entfernung sagt sich das so einfach. Wie dem auch sei. Ich hoffte, die Osseram erledigen das. Das sind angeblich die besten Gräber im Anrecht. Und jetzt jammern sie wegen Gefahrenzulage. Nie im Leben, solange wir nichts finden, was meine Kosten deckt. Wo ist die Ausgrabung? Dort sollte ich anfangen, wenn ich diesem mobilen Deckungssystem nachgehen möchte. Vielleicht finde ich heraus, was hier passiert ist. Die Ausgrabung ist hinter uns. Den See im Westen hoch. Ich wusste, dass wir uns nicht zufällig begegnet sind, Retterin. Was wirst du uns nur erzählen, wenn du den See mit deinem zweiten Gesicht gesehen hast? Hoffentlich nur die Wahrheit. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Na, ich tu mal mein Outfit mal kurz wechseln. Wir haben ja hier noch so viele Nora-Sachen. Nora-Streiterin könnte ich vielleicht... Könnte ich vielleicht wegmachen. Brauche ich halt nicht, ne? War ein bisschen baufreier. Das Fallenlimit, das hat mich halt noch mal gestört. Also komm, let's go. Ich finde aber, das Fallenlimit ist hier richtig... Boah, ich hatte damals viel, viel mehr Fallen machen können. Viel mehr. Bis das Spiel gesagt hat, nö, jetzt verschwinden die anderen. Ich sollte zur Ausgrabungsstätte gehen, von der Genders sprach. Ich bin zwar Level 14, ne, aber hey, komm, let's go. Die Maschine. Wir haben im Vorgänger haben wir Level 55 Quest mit Level 30 gemacht, also bitte. Na gut, es war nicht auf schwer, es war auf normal, aber der Unterschied ist halt gleich. Man könnte sagen, ja. Deswegen traue ich mir auch schwer zu. Ich könnte sogar, glaube ich, sehr schwer auch spielen, aber wir wollen nicht zu viel riskieren, oder? Okay, ab ins Wasser. Oh, das ist so schön. Ich muss mal tauchen. Ich muss das Gras mal beobachten hier. Wir waren ja schon da. Was wäre passiert, hätten wir die schon vernichtet? Oh nein, 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 nein. Ich tauch mal. Boah, was wir hier geile Sachen entdecken können, wenn wir tauchen, ne? Oh ja, ja, ich gehe ja schon hoch, ich gehe ja schon hoch. Oh, guckt euch den Sternenhimmel an. Alter, wie geil. Nur nichts Verdächtiges machen. Wann hat... Wo kann man bitte so einen schönen Sternenhimmel sehen? Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Sternenhimmel mehr gesehen. Vielleicht gucke ich auch zu selten hoch, aber... Da, wo ich wohne, kann man nicht so was Schönes sehen. Ich sehe vielleicht den Mond, aber... In dieser Konsole unter Wasser steckte etwas. Aber ich kann
nicht lange genug die Luft anhalten, um es herauszuziehen. Zerstöre, kann ich einen Angriff abwehren. Saugturbine, abnehmbar, Sprengstoff. Löschwasserbeutel. Stoßzähne sind auch abnehmbar. Oh, die kann ich auf jeden Fall... Kann der mal weggehen? Wer sieht mich denn bitte? Ist das er? Ah ja, er hat gelbes Licht, stimmt. Bei ihm ist das. Alter, was ist das, ein Hippo? Soll das ein Hippo sein? Das ist ein Hippo, aber was für einer? Ja, aber nicht so ein Happy Hippo. Happy Hippo sieht happier aus. Nein. Ich muss sagen, das Schleichen ist hier wirklich einfacher. Nein, geh weg. Geh weg, Hippo. Oh, ich finde das mit dem Licht auch so geil, ne? So, ein Doppelpfeil auszurüsten ist schon geil. Aber es geht halt auf die... Es ist diesmal nicht so OP wie damals. Was war das denn? Mann! Ich hab nicht das Gefühl, die besiegen zu können! Ah, ich hab dieses Element nicht!
Schmerz lässt nach. Alter, hör mal auf, du! Oh Gott! Pisser! Nein! Oh ja. Was ist das denn jetzt? Oh Gott! Willst du mich verarschen? Alter, der saugt mich an, der Pisser! Spring! Spring! Geh doch darüber, Mann! Oh Gott, 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 oh Gott! Alter, was für ein... dem hinschießen soll. Ich weiß noch nicht mal mit was. Der ist einfach gegen nichts anfällig, außer diesem blöden Wasserelement. Und das habe ich noch nicht gesehen. Ah, verdammt. Mann! Ich verfehle einfach nur. Verdammt! Willst du mich verarschen? Hör auf rumzuschießen, Junge! Oh lol, Alter, was hat der für einen Sog? Willst du mich? Junge, was ist falsch mit dir? Ah, Mami! Verdammt, 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 heil dich, heil dich, heil dich! Nein, 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 hör auf damit! Oh, ich fühle mich so überrumpelt, nein! Ah, hau ab, Aloy, hau ab! Nein, 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 diese Sorg-Dinger! Renn! Auf.
Mann, die bewegen sich so krass, dass ich gar nicht zielen kann. Dafür habe ich nicht genug Ausdauer. Meine Ausdauer ist im Arsch. Ach komm! Okay, ich habe eine andere Idee. Ich brauche eine andere Waffe. Hab ich nicht solche Sprengdinger? Explosive Stolperfalle? Kryo-Dings? Nee, Kryo-Scheiße. Habe ich von dem nicht noch mehr? Habe ich davon nicht so eine Explosion? Ich habe die gar nicht mitgenommen, ne? Okay, das war's, glaube ich. Oh, ich habe nur noch 6 Heilung. Lauf doch da durch! Hä? Ja, genau, du Pisser! Das kann ich nicht in die Luft jagen. Warum ist da Wasser? So, der erste ist weg. Alles sicher. Hier gibt es wohl nicht sonderlich viel. Aber diese Ruinen versinken im Wasser. Ich werde nicht sehr tief tauchen können. Ich sollte mir den Teil der Ruinen unter Wasser ansehen. Vielleicht finde ich da Spuren. Oh nein. Gesunkenes Wrack. Ja, also diese Nebenmission können wir dann halt nicht machen. Ne? Also, wir werden gezwungen. Das finde ich ein bisschen schade. Wir müssen einfach weiterspielen in der Story. Wir können viele Sachen einfach nicht machen.
Wir können da nichts machen. Die Nebenmission können wir nicht machen.